Guten Abend alle zusammen. Willkommen til Norskirche. Willkommen zum Norwegischkurs. Heute gibt es eine kleine Schnupperrunde. Ich sage schon mal vorweg, wir schnuppern nur in Anführungsstrichen, hallo Marlies in Berlin. Wir schnuppern nur in die Sprache rein. Wir lernen ein paar Grundlagen zur norwegischen Sprache. Ihr werdet mit den ersten kleinen Floskeln nachher nach Hause gehen können. Wir schnuppern nicht in einen typischen Norwegischunterricht rein. Ich unterrichte nicht, wenn ich habe keine 20 Leute, die stumm geschaltet sind in meinem Kurs und halte einen Monolog. So funktioniert kein Sprachkurs, sondern im Sprachkurs wird natürlich in einer kleinen Gruppe mit 4 Leuten viel, viel, viel geredet und interagiert. Deswegen seid nicht abgeschreckt, so ist kein Sprachkurs, hoffe ich jedenfalls. Ja, willkommen til Norskirche. Alle, die noch dazu stoßen, genau, landen jetzt mitten in meiner Präsentation. Ich fange an und genau, erzähle euch ein bisschen was zur norwegischen Aussprache. Ich erzähle euch ein paar Höflichkeitsfloskeln und hallo, wie heiße ich, was spreche ich, woher komme ich, wie geht's dir eigentlich, wie ist das Wetter? Und am Ende gibt es einen kleinen Grammatikausflug in norwegische Verben, ein kleines Quiz. Und wer bis zum Ende dran bleibt, erhält vielleicht auch noch einen Rabattcode, wenn er im Anschluss Lust hat, mit mir Norwegisch zu lernen. Ganz am Ende gibt es eine Fragerunde. Dafür, es gibt mehrere Sprachen in Norwegen, kommen wir gleich zu. Nicht so ungeduldig. Es gibt eine Fragerunde am Ende. Das heißt, wenn ihr konkrete Fragen habt zum Norwegisch lernen, zur Sprache, zum Sprachkurs, zum Unterricht und so weiter, stellt die bitte nicht jetzt im Chat. Ich kann nicht so viel nebenher lesen und navigieren, sondern hebt euch die Fragen auf fürs Ende. Wir verlassen dann diesen Zoom-Raum und gehen in einen anderen. Der Link steht schon im Chat. Ich poste ihn auch am Ende nochmal in den Chat. Das heißt, wenn hier der Vortrag zu Ende ist, gehen wir alle gemeinsam rüber. Die Expolingua hat es auch nochmal im Chat gepostet. In den neuen Zoom-Raum. Wer den Chat sucht, ihr habt unten ein Menü mit einer kleinen Sprechblase. Wenn ihr da auf Chat klickt, öffnet sich ein Fenster, das ihr auch frei verschieben könnt. Schiebt das am besten so, dass es nicht über der Präsentation liegt, sondern meinetwegen über meinem Bild. Das müsst ihr ja nicht sehen. So könnt ihr nebenbei den Chat auch nutzen, denn ich werde Fragen stellen und ihr werdet antworten. Wir wollen ja ein bisschen interaktives Lernen hier gemeinsam machen. Alles klar. Dann ganz kurz zu mir. Was befähigt mich dazu, ausgerechnet hier einen norwegischen Schnupperkurs zu halten? Ich habe Skandinavistik studiert. Was soll man sonst damit machen? Ich habe in Münster studiert und in Trondheim. Und 2011, also vor mehr als 11 Jahren inzwischen, mit dem Norwegischunterricht angefangen. Wie gesagt, was soll man auch sonst damit tun? Seit 2014 bin ich selbstständig unterwegs und habe eine eigene Online-Schule gegründet. Dort lernen wir im sehr großen Team mit über 60 Lehrern inzwischen auch die anderen nordischen Sprachen, neben Norwegisch noch Schwedisch, Dänisch, Isländisch, Finnisch und auch Niederländisch kann man bei uns lernen. Und zwar in kleinen Gruppen oder im Einzeltraining oder ganz nach eurem Geschmack, wie ihr Lust habt, nicht wie hier mit 25 stumm geschalteten Teilnehmern. Ich sage es nur nochmal. Dazu können wir am Ende noch kommen und wie gesagt, es gibt auch einen Rabatt, wer Lust hat, das mal auszuprobieren. Norwegen. Wer war denn schon mal in Norwegen? Und wenn ja, wo wart ihr schon mal in Norwegen? Oder wenn nicht, wohin möchtet ihr gerne reisen? Jetzt könnt ihr den Chat nutzen. Falls ihr norwegische Sonderzeichen braucht, schreibt einfach irgendeinen Buchstaben, der so ähnlich aussieht. Ich kann das schon erkennen. Jenny war in Stavanger. Rundreise zum Nordkap, wie schön. Oslo. Es gibt ja auch Orte, wo man zwar noch nicht war, aber vielleicht gerne mal hin möchte, ne? Wo man so eine Traumreise sich vorstellt, weil man schöne Fotos gesehen hat. Lofoten oder so? Sehr schön. Auch Rundreise zum Nordkap. Gut, für die nächste Rundreise bereiten wir euch heute vor. Achtung, es geht los. Das Land Norwegen, oh geil, Daniel, Hurtigruten, total schön. Das Land Norwegen hat zwei norwegische Namen und zwar entweder heißt es Norge oder es heißt Noreg. Warum ist das so? Weil es, wie vorhin schon jemand schrieb, zwei norwegische Sprachen gibt. Es gibt auch noch eine dritte Amtssprache in Norwegen, das ist Samisch, aber das lernen wir hier nicht, das ist ein bisschen komplizierter. Die beiden norwegischen Sprachen heißen Bokmål und Nynorsk, genau. Das wurde schon im Chat auch vorweggenommen. Richtig. Bokmål ist die sogenannte Buchsprache, wörtlich übersetzt, und ist
mit dicken Anführungsstrichen aus dem Dänischen entstanden. Der Prozess war etwas komplizierter, ich vereinfache das hier. Das spricht ein Großteil der Bevölkerung als Erstsprache und Nynorsk, das wörtlich Neunorwegisch, ist wieder in dicken Anführungsstrichen aus norwegischen Dialekten entstanden. Auch das war etwas komplizierter, auch das ist die vereinfachte Variante. Das ist ein deutlich kleinerer Teil der Bevölkerung, der das als Erstsprache spricht. Keiner spricht diese Schriftsprachen tatsächlich so, wie sie geschrieben sind. Alle sprechen Dialekt, aber wir können diese Dialekte in zwei Gruppen unterordnen. Man lernt beide Sprachen in der Schule. Sie sind auch gegenseitig verständlich. Das heißt, wir werden in unseren Sprachkursen überwiegend Bokmål lernen. Das ist das, was am häufigsten einfach unterrichtet wird, wo es auch die meisten Bücher zu gibt. Das ist mit dem Nynorsk aber gut verständlich. Ich vergleiche das gerne mit dem österreichischen Deutsch und dem deutschen Deutsch. Es klingt ein bisschen anders, man hat hier und da mal ein neues Wort, aber im Prinzip ist es die gleiche Sprache. So, am Anfang geht es ein bisschen um die Aussprache und wer sich schon mal ein norwegisches Wort angeschaut hat, der weiß, es gibt neue Buchstaben. Es gibt ein AE, welches wir, das sind Daumenregeln in den eckigen Klammern, als Ä sprechen. Da gibt es Nuancen, uns reicht es, wenn wir es als Ä sprechen. AE gleich Ä kennen wir aus dem Kreuzworträtsel. Das O mit dem Strich durch ist ein Ö. Auch das ist nicht so schwer. Ö. Und das A mit dem Kringel drauf ist ein O. Wir sprechen also nicht das A, wir sprechen nur den Kringel. Das ist ein O. Ol. Kennen wir alle das Wort. So. Ich schicke euch auf den Weg mit ein paar weiteren Aussprachegrundlagen. Das ist aber alles nur sehr grob. Die Feinheiten, da muss man ein bisschen länger lernen. Zu den Vokalen können wir sagen, dass das geschriebene O meistens, aber nicht immer, gesprochen wird wie ein U. Das geschriebene U meistens, aber nicht immer, gesprochen wird wie ein Ü. Und das EG meistens, aber auch wieder nicht immer, gesprochen wird wie ein E. Also in dieser Zeile steht U, Ü und E. Und bei den Konsonanten gibt es auch, da gibt es eigentlich noch mehr Regeln. Ich habe nur die allerwichtigsten rausgepickt. Das norwegische S ist immer scharf. Für Leute in Süddeutschland ist das kein Problem. Für Leute in Norddeutschland, bei uns in der Hannover-Linie, ist das ein bisschen schwierig. Wir sagen niemals S auf Norwegisch. Wir sprechen immer S. Es ist immer scharf. Ich benutze gleich für die ganzen kleinen Wörter, die wir lernen und Sätze, eine selbst ausgedachte Lautschrift. Die schreibe ich in eckigen Klammern immer unten drunter. Dort benutze ich dann das SZ, damit ihr erkennt, dass es scharf ist. Also. Das, was dem deutschen Sch, also STH entspricht, wird auf Norwegisch wiedergegeben mit SKJ oder SJ oder in einigen Dialekten mit RS. Der Dialekt, den ich spreche, hat auch das RS gleich Sch. Wir hören keine S, wir hören keine J, wir hören keine Ks, wir hören nur Sch bei diesen konsonanten Knubbeln hier unten in der Mitte. Und unten rechts habe ich noch das weiche CH, das wird wiedergegeben mit KJ, KY oder KI. Aber auch da bekommt ihr gleich die Lautschrift noch präsentiert. Keine Angst, es ist wirklich nicht schwer. Wir treffen also unsere Norweger und sagen als erstes mal Hallo. Das machen wir auf Norwegisch, das habt ihr bestimmt schon alle mal gemacht im Urlaub, auf euren Rundreisen oder wo auch immer ihr wart, mit Hi. Hi. Ganz einfach, es ist auch nicht informell, so wie es auf Deutsch eher so ein bisschen high, ein bisschen cooler vielleicht ist. Das ist es auf Norwegisch nicht. Auf Norwegisch ist es ein ganz alltägliches Hallo. Hey. Wir können auch die Tageszeit nennen und dem Norweger einen guten Morgen wünschen und sagen Guten Morgen. Guten Morgen. Oder wir wünschen ihm einen guten Tag und sagen Guten Tag. Guten Tag. Einen guten Abend wünschen wir mit Gu-Quell. Gu-Quell. Ihr seht, die zweite Zeile ist die sogenannte Lautschrift. Die könnt ihr mitlesen. Ich spreche langsam, ich mache Pausen. Und auch wenn ich euch nicht höre oder sehe, hoffe ich, dass ihr mitsprecht. Ihr möchtet ja was lernen. Und das funktioniert natürlich durch eigene Aktivität. Also gerne mitsprechen, wenn ich hier am Vorbrabbeln bin. Hi. Gu-Morn. Gu-Dag. Gu-Quell. Schon fertig. So, wenn wir wieder gehen, sagen wir gerne Hade. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesagt? Hade. Das ist eigentlich eine Kurzform von Hade Bra.
hab es gut. Der Norweger sagt nicht, mach's gut, wie bei uns zum Abschied, sondern der sagt, hab es gut. Und das Gut wird gerne weggekürzt, deswegen sagt er einfach gerne, habe. Habe, das T ist stumm. Habe. Habe bra. Man muss es nicht wegkürzen. Wir können sagen, hi, hi. Für die Sparsamen, die lernen nur die Vokabel hi und können damit begrüßen und verabschieden. Hi, hi. Geht auch zum Abschied. Oder, wie sehr? Wir sehen uns. Wie sehr? Mit scharfem S. Nochmal alle zusammen. Habe. Habe bra. Hi, hi. Wie sehr? Prima. So. Jetzt könnt ihr aktiv werden. Ich stelle mich vor, ihr stellt euch vor. Jai heißt Katharina. Habe ich gleich gesagt am Anfang, ne? Hallo. Jai heißt Katharina. Was heißt du? Was heißt du? Wenn ihr meine Frage verstanden habt, könnt ihr eure Antwort mal in den Chat schreiben. Vielleicht sogar als ganzen Satz. Jai heißt Was heißt du? Ja, ich heiße Svenja. Hi Svenja. Gut, Quell. Ja, ich heiße Teda. Hi Teda. Hi Tanja. Hi Katja. Sehr schön. Ja, ich heiße. Ganz einfach. Oder? Ja, ich heiße. Was heiße du? Hi Petra. Prima, wir kommen schon ins Gespräch mit unseren Norwegern. Denn die fährt noch, die kann ich tippen, oder was? Gut. Ja, ich komme fra. Ja, ich komme fra Osnabrück. Ja, ich komme fra Osnabrück. Wo kommer du fra? Wo kommer du fra? Auch die Antwort könnt ihr mal in den Chat schreiben. Ja, ich komme fra. Punkt, Punkt, Punkt. Wo kommer du fra? Wo kommer du fra? Emden. Ich heiße Gabi, ich komme aus Stuttgart. Okay. Ja, ich komme fra. Sehr schön. Auch ganz einfach, oder? Ich glaube, wir werden hier mit dem Fazit rausgehen. Norwegisch ist nicht nur wunderschön, sondern auch super, super einfach und macht richtig Spaß zu lernen. Malis kommer fra Berlin. Hi, god kveld til Berlin. Fein. So, erzählen wir noch ein bisschen mehr über uns. Jai, snakke, tysk, norsk, engelsk og litt fransk. Jai snakker. Norsk, engelsk og litt fransk, können wir sagen. Snakker du norsk? Snakker du norsk? Snakker du norsk? Ja, jeg snakker norsk. Ja, jeg snakker litt norsk, können wir sagen. Nach dem Kurs sowieso. Nei, jeg snakker ikke norsk. Ikke. Nei, jeg snakker ikke norsk. Einfach oder einfach? Die Verneinung macht man mit ikke nach dem Verben hauptsächlich. Jeg snakker norsk. Jeg snakker ikke norsk. Vielleicht habt ihr noch andere Sprachen, die ihr sprecht und möchtet mir mal darüber erzählen. Was snakker du? Was snakker du? Hier ist eine kleine Liste mit ein paar Sprachen, natürlich nicht alle, aber ihr seht schon, die kann man einfach, die brauche ich auch nicht übersetzen, die kann man erkennen und man kann sie auch selber bilden, einfach mit dem Sk finden. Was snakker du? Schreibt mal in den Chat, welche Sprachen ihr sprecht. Snakker du norsk? Snakker du engelsk? Snakker du fransk? Russisch? Islandsk? Petra snakker tysk, engelsk og litt norsk. Petra lærer norsk. Ja, da snakker du litt norsk. Det bra. Norsk, engelsk, fransk og litt nederlandsk. Fint, ja, nederlandsk. Petra elsker det. Det bra. Jeg elsker det også.
Fisch, Englisch, Türkisch, oh, Olitzban, viel. Ganz viele Sprachtalente hier. Russisch, Türkisch, Olitzban, oh, Tisch, Englisch. Also mit Deutsch und Englisch als Ausgangslage kann man Norwegisch ganz, ganz einfach lernen. Das ist kein Problem. Weiter geht's. Wir sind immer noch Portugiesisch. Das macht die Marianne. Portugiesisch. Aber man kann es gut erraten, ne? Portugiesisch, ja, könnte auch sein können. Alles ist so ähnlich über uns. Fragen wir mal, wie es uns geht, wie es dem Norweger geht, unserem fiktiven Gesprächspartner. Wo dann? Unser Fragewort. Wo dann går det? Ihr sprecht immer noch schön mit. Wo dann går det? Darauf können wir zum Beispiel antworten. Tack. Bra. Och med dig? Rückfrage. Tack. Bra. Och med dig? Och med dig? Darauf können wir antworten. Det går bra. Ja, det går bra. Det går bra. Oder det går som passe. Det går som passe. Oder det går dårligt. Det går dårligt. Hvordan går det? Frage. Antwort. Tack. Det går bra. Tack. Det går som passe. Tack. Det går dårligt. Das hört sich Chinesisch an, also Mara. Wo dann går det med dig? Schreib deine Antwort mal in den Chat. Wo dann går det med dig? Går det bra? Går det som passe? Går det dårlig? Wo dann går det? Hoppla, wo dann går det? Tack, var det bra. Och med dig, tack, det går bra. Det går bra i Osnabrück. Det går bra med Marianne och Lott. Woher ihr das A mit Kringeln auf der Tastatur bekommt, können wir auch im Sprachkurs besprechen. Das habe ich jetzt nicht alles noch mit eingebaut hier. Det går bra. Tack, bra, och med dig. Tack, tack, det går bra. Ah, allen geht's gut. Da geht's allen gut. Tack, det går bra. Malis schreibt ein bisschen Dänisch. Malis, kannst du Dänisch? Ja, ist ganz ähnlich. Das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Das ist ja das Allerbeste. Wer Norwegisch lernt, lernt ja quasi Schwedisch und Dänisch noch ein bisschen mit, weil die Sprachen so ähnlich sind, dass man problemlos einander verstehen kann. Zumindest lesen kann man die anderen Sprachen dann ganz gut. Also wenn ihr Norwegisch lernt, könnt ihr nach einiger Zeit, wenn ihr vielleicht euren ersten norwegischen Texte lest, auch irgendwann kleine schwedische Texte lesen und dänische Texte lesen und verstehen. 3 zum Preis. Oder mit Nynorsk noch dazu. 4 zum Preis von einem. Tack bra. Allen geht's gut heute Abend. Sehr schön. Sprechen wir doch ein bisschen übers Wetter. Bestes Smalltalk-Thema natürlich auch in Norwegen. Wo dann ist unser Fragewort, das wir schon kennen. Wo dann erwähre i dag? Wo dann erwähre i dag? Wäre das Wetter? Hvordan været i dag? Viele Möglichkeiten. Die wichtigsten habe ich rausgezogen. Sola skinner. Das haben wir natürlich am liebsten. Sola skinner. Sola skinner. Oder det regner. Det regner. Oder det blåser. Det blåser. Oder det snör. Det snör. Letztes Wochenende hat es sogar in Osnabrück geschneit. Hvordan været hos deg i dag? Hvordan været hos deg i dag? Schreibt mal in den Chat, wie das Wetter ist. Bei Katja regnet es. Det regner i dag. I dag var været veldig fint, men litt kaldt. Ja, kaldt, varmt. Det kan vi si. Kaldt, varmt. Det kaldt, det varmt. I dag det kaldt. I dag regner det. I dag blåser det. Og det regner og blåser, hos Esen. Hat jemand auch Schnee eigentlich?
Du, la Chanel. Sehr schön. Ne bloße Wade. Wunderbar Wade. Ne reine. Muss mal rein, oder? Okay, ist mehr so mittelgutes Wetter heute. Naja, was will man im November anders erwarten? Sehr kalt. Prima. Jetzt haben wir die wichtigsten Themen quasi schon abgearbeitet. Jetzt machen wir einen klitzekleinen Grammatikausflug. Keiner mag Grammatik, aber Spoiler, auf Norwegisch ist die gar nicht schwer. Schaut euch mal die Sätze an. Die könnt ihr jetzt eigentlich alle schon einigermaßen verstehen. Was fällt euch auf? Wie bilden wir das Präteritum von norwegischen Verben? Jeg heter Katharina. Snakker du litt norsk? Det går bra. Hvor kommer vi fra? Været dårlig. Skinnesola. Kann jemand eine Regel ableiten? Heter, snakker, går, kommer, skinner. Meistens auf R. Verb an zweiter Stelle, das ist sowieso wichtig. So weit sind wir noch gar nicht. Erstmal geht es darum, wie wir die Verbformen bilden. Und da hat Petra das schon richtig erklärt. Meistens enden die Verben auf R. Diese hier enden sogar alle auf R. Und das gilt für alle Personen. Ist das gut oder ist das gut? Genau. Wir müssen nicht keine Konjunktionstabellen lernen. Wir müssen keine umständlichen 20 Endungen können. Wir müssen eine können. Und die heißt oder wer es vorne an der Zungenspitze rollen kann. Also, ich heiße, du sprichst, es geht, wir kommen, das Wetter ist, die Sonne scheint, zieht sich durch alle Personen. Yay! Besser geht's nicht. Ich habe noch ein paar mehr Beispiele aufgeschrieben. Alles Verben, die super einfach erkennbar sind für uns. Zum Beispiel, jeg leser. Du lærer norsk. Han drikker kaffe. Hun drikker øl. Det snør. Überall ein R. Leichter geht's doch nicht. Im Plural sieht es genauso aus. Vi går på norskisch. Dere, ihr, dere har ikke snø. Die spiller et spill. Tada! Das war's schon an Grammatik. Das ist doch prima, oder? Es wird natürlich dann bei späteren Kursen noch ein bisschen umfangreicher. Aber das Einfachste am Anfang, da macht einem doch, das motiviert doch schon, oder? Prima. Dann lernen wir noch schnell das Zählen bis 10. Das darf ja in keinem Sprachkurs fehlen. Und zwar ganz einfach: Null, Erm, Tu, Tre, Fire, Fem, Sek, Sju, Åtte, Ni, Ti. Da sprechen wir jetzt auch nochmal alle gemeinsam. Null, Erm, Tu, Tre, Fire, Fem, Sek, Sju, Åtte, Nie. Die. Auch ziemlich einfach, oder? So. Es gibt ein kleines Quiz. Können wir auf Norwegisch schon drei Bier bestellen? Welcher Satz heißt wohl auf Norwegisch drei Bier bitte? Heißt es A, tu öl hei? Heißt es B, tre öl takk? Oder heißt es C, ti öl bra? B, schreiben alle. Tre, tre, öl. Drei Bier, genau. Tre, öl, takk. Der erste Satz sind zwei Bier, hallo. Und der dritte Satz sind 10 Bier. Gut, auch ein interessanter Satz. Kann man mal brauchen. Wir wollen aber drei bestellen. Tre, öl, takk. Prima. Du isst 7 Würstchen. Wie heißt denn das auf Norwegisch? Ist es A? Du spiser 7 Pølser? Ist es B? Spiser du sjupølser? Oder ist es C, du spiser sjupølser? C ist es. Jawohl, alle korrekt hier. Prima. Der erste Satz, das haben wir eben gelernt, an dem Verb hängt kein R dran. Das ist falsch. Du spiser muss es heißen. Und bei Satz B ist die Wortstellung falsch rum. Genau. Du spiser sjupølser. Du isst sieben Würstchen. Jetzt machen wir es noch ein bisschen schwerer, da blende ich nämlich die Zahlen aus. Welcher Satz heißt wohl, Sie sprechen 8? Das sind 8 Sprachen. Ist es A, dies macht ihr oftes Brot?
Ist es B, die Snakke auf Tiefsbrock, oder ist es C, die Snakke auf Tiefsbrock? Wer weiß es? Wer weiß es? A ist natürlich korrekt. Genau, die Snakke auf Tiefsbrock. Das sind die 8 Sprachen. Otti sind 80 und Atten sind 18. Und auch da war die Grammatik nicht ganz richtig. Die Snakke auf Tiefsbrock. Die sprechen 8 Sprachen. Dere war superbra. Tusen Dank. Dere war flinke. Dere war superbra. Mange, mange Dank. Das hat ja fantastisch geklappt. So, wer jetzt Lust hat, geil, Norwegisch, das ist meine Sprache, der kommt zu uns zum Sofasprachkurs. Ihr findet unter auf der Website urkap.de/Kursangebot alle 40 Norwegisch-Kurse, die ab Januar starten. Ihr könnt auch euer Handy zücken und dem QR-Code hier auf der Folie folgen. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns im Kurs sehen. Wenn kein passender Kurs dabei ist, dann schreibt ihr mir eine E-Mail. Dann erstellen wir euch einen passenden. Ihr könnt eure Familie mitbringen, ihr könnt euren Kegelclub mitbringen und ihr bekommt einen passenden Kurs von uns. Oder ihr habt Bock auf Einzelunterricht, der total flexibel nach eurem Terminplan gelegt werden kann. Der kann jederzeit starten mit allen Interessenschwerpunkten, die ihr gerne hättet. Auch da schreibt ihr mir einfach eine E-Mail. Wer dabei sparen möchte, gibt diesen Rabattcode ein: expolingua2211. Bis einschließlich Januar, also bis Ende Januar, wer den Code bei der Anmeldung mit angibt, spart 10% auf einen der 40 Gruppenkurse oder 5% auf den Einzelunterricht. Und darauf freue ich mich wahnsinnig. Das wäre schön, wenn ich da einige von euch sehen würde. Natürlich dürft ihr mir auch auf sämtlichen anderen Medien folgen. Man findet mich auf Facebook, man findet mich auf Instagram, man kann einen norwegischen Newsletter abonnieren, kostenlos. Auf der Website mit dem Kontaktformular. Dort schicke ich einmal im Monat ein paar Lerntipps und norwegische Tipps, Tipps zu Websites und kleinen Serien oder Podcasts oder Büchern oder was man halt so tippen kann rum. Ihr könnt es auch auf LinkedIn verbinden, wenn ihr möchtet. Man findet mich überall. Genau. So. Ich gehe nochmal schnell zurück zum Rabattcode. Das ist ja der wichtige für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und ich hoffe auch, dass vielleicht doch noch der ein oder andere jetzt mit rüberkommt in den Frageraum. Das heißt, wir verlassen dieses Meeting. Ich eröffne ein neues und erwarte euch dort. Dort könnt ihr alle Fragen stellen rund ums Norwegisch Lernen, rund um Sprachkurse. Ihr könnt mir von eurer bisherigen Lerngeschichte erzählen. Es sind ja vielleicht nicht nur Anfänger dabei. Im Chat findet ihr den Link, die Zugangsdaten zu dem neuen Zoom-Raum. Auch dort kann ich gleich nochmal die Folie teilen und so weiter, aber zumindest kann ich euch dort sehen und hören und wir können uns ein bisschen unterhalten. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns drüben wiedersehen. Falls nicht, sage ich tschüss und tschüss und ha de bra, wie sehr po norskisch, wie sehr po norskisch, ha de bra und bis gleich.